Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, heiße euch recht herzlich willkommen zur Medienkonferenz nach dem Spiel Luzern gegen den FC Vaduz. Ich habe gleich zuerst noch eine erfreuliche Mitteilung. Ihr habt es eben schon auf dem Platz gehört, Philipp Studhalter hat das mitgeteilt. Wir haben mit Filip Ugrinić einen Vertrag bis 2020 abgeschlossen. Er hat noch bis Mitte nächsten Jahres einen Vertrag als Nachwuchsprofi und von da an 3 Jahre als Profi. Wir können aber sicher nachher noch darauf zurückkommen, ihr könnt da Markus Fragen dazu stellen. Jetzt zum Spiel. Giorgio, dein Kommentar bitte. Wir haben es leider nicht geschafft nach einem, guten Wochenende. Nachzudoppeln. Das ist aber auch ein bisschen am Schluss fehlender Mut gewesen. Ich denke, dass wir einen klaren Auftrag hatten, dass wir defensiv solid stehen. Der Matchplan war auch ersichtlich, dass wir erduldet haben, dass Luzern mehr Ballbesitz hat, dass sie ihren Aufbau können gestalten und wir uns auch auf unsere Gegenangriffe vorbereitet sein. Wir haben in der ersten Halbzeit die Möglichkeiten gehabt. Wir waren ungenau im Umschaltspiel, in den entscheidenden Pass. Und dann kommt ein individueller Fehler, sage ich jetzt mal, taktischer Fehler zum 1-0 kurz vor der Halbzeit, wo sicher dann dich wieder dem Selbstvertrauen ein bisschen kratzt. In der Halbzeit haben wir das auch angesprochen, dass wir weiterhin geduldig sollten, den Matchplan fortführen. Wenn dann nach 5 Minuten schon wieder das 2-0 schon kommt, dann ist natürlich der Auftrag schon fast wieder unmöglich. Nichtsdestotrotz, wir haben dagegen gegeben. Wir sind, wie gesagt, am Schluss vielleicht zu ängstlich gewesen, ein bisschen den Mut gefällt, um noch ein bisschen mehr Risiko zu gehen. Aber das ist auch verständlich, wenn man doch das ein oder andere Goal zu viel bekommen hat in dieser Saison, dass man dann nicht mehr mit einer hohen Niederlage aus den 90 Minuten raus. Unterm Strich ein Boden, der uns nicht liegt. Also es ist nicht da, wo wir uns Punkte erhofft oder erdenkt haben. Aber es steht jetzt, wie gesagt, ein wichtiger Abschluss vor der Tür gegen Lausanne. Und da werden wir, wie gesagt, alle Kräfte brauchen und bündeln, dass wir uns dann auf den wichtigen Match am nächsten Wochenende fokussieren. Danke. Besten Dank, Giorgio. Markus, deine Analyse bitte. Ja, ich denke, es ist ein verdienter Sieg. Wir wussten, dass wir Geduld brauchen. Das haben wir in der ersten Halbzeit nicht ganz so gut umgesetzt, wie ich mir das vorgestellt habe. Haben nicht so schnell gespielt, nicht genau gespielt. Ballan und Mitnahme war nicht so gut und dementsprechend wird es dann auch ein bisschen zäher. Aber wichtig war eben, dran zu bleiben, nicht locker zu lassen. Dadurch eben auch das 1-0 erzielen können, weil wir dran geblieben sind. Und in der zweiten Halbzeit war es dann viel, viel besser, haben Ballgegner sehr, sehr gut laufen lassen. Und dann war es für mich nur eine Frage der Zeit, bis wir das zweite machen können und das dritte nachlegen können. Also ich denke, es war ein verdienter Sieg. Und ich möchte mich, wenn ich schon die Möglichkeit jetzt hier habe, weil es heute das letzte Heimspiel war, bei unserem fantastischen Publikum zu bedanken für wirklich ein tolles Jahr. Es war doch sehr turbulent, aufregend, aber im Großen und Ganzen, denke ich, war es ein sehr, sehr erfreuliches Jahr für uns. Im Sommer mit dem dritten Platz finishen können. Jetzt sind wir doch wieder in die Spur gekommen, haben jetzt auch tolle Spiele abliefern können. Und deswegen war es heute für mich extrem wichtig, dass wir es nochmal schaffen, den Gegner so zu bespielen, dass wir als Sieger vom Platz zu gehen. Das ist uns gelungen und das ist auch ein Stück weit ein großes Dankeschön ans Publikum, die sehr treu und sehr lautstark hinter uns stehen. Darüber hinaus möchte ich mich bei der gesamten Geschäftsstelle, bei Präsidenten, Verwaltungsrat, bei allen bedanken. Bei den Jungs mache ich es später, weil wir noch ein sehr, sehr wichtiges Spiel vor der Brust haben. Aber jetzt möchte ich eben die Gelegenheit nutzen, Dankeschön zu sagen, frohe Weihnachten zu wünschen und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt alle gesund und kommt wieder so lautstark in die neue Saison. Danke. Danke, Markus. Jetzt liegt es an euch. Sicher habt ihr noch Fragen. Wartet bitte, bis das Mikrofon bei euch ist. Dann sagt bitte, wie ihr heißt und für wen ihr schreibt. Das ist für die Leute draußen, damit die wissen, wer die Fragen stellt. Ein Schasler, Lichtenstein, Vaterland. Giorgio, vielleicht, oder vielleicht kann ich im Dialekt weiterreden.
Das Problem war ja, man hat heute auch viele zweite Bälle verloren. Man ist nicht dran gekommen. Man hat auch relativ hohe Bälle gespielt. Man hat auf der anderen Seite aber gesehen, dass Luzern halt doch die Luft hoch hat. Ist es schon nicht der Auftrag gewesen, dass man so viele hohe Bälle spielt? Nein, also der Auftrag ist es generell nicht, wenn man unsere Stürmer anschaut, dass man hohe Ball spielt. Aber es sind ja die hohen Ball, die man gespielt haben, sind ja meistens aus der Bedrängung raus gewesen, weil Luzern ein gutes Gegenpressing gemacht hat nach Ballverlust und dann haben wir die Lösung nicht gehabt. Ich denke, die zwei, drei Aktionen, die wir uns gut gelöst haben, wo wir flach gespielt haben, wo wir auch die Ball dann einmal Niki Hasler in die Tiefe gegangen ist oder zum Franz, das sind genau die Aktionen, auf die wir gewartet haben. Und die sind dann letztendlich zu wenig genau gespielt worden. Noch weitere Fragen? Dani Wirsch, bitte. Luzerner Zeitung, ja, Dani Wirsch. Markus Babbel, Filip Ugrinic hat, wie gesagt, unterschrieben bis 2020. Wie wichtig ist dieser Vertragsabschluss für Sie? Ja, es freut uns ungemein, dass wir mit Filip verlängern konnten. Ich möchte mich da auch nochmal sehr herzlich bei der Familie Ugrinic bedanken, die wirklich in einem sehr angenehmen Rahmen mit uns gesprochen hat und vor allen Dingen, dass wir eine Einigkeit erzielen konnten, die sowohl für den Spieler wie für uns natürlich sehr erfreulich ist. Und ja, das ist unser Weg. Wir wollen diesen Weg eben weitergehen, junge, talentierte Spieler weiter auszubilden, an den Verein binden und möglichst ja, so gut machen, dass sie ja, ich will nicht sagen, dass sie teuer verkauft werden, das hört sich jetzt blöd an. Nein, dass wir eben viel Freude an ihnen haben. Das denke ich, das ist für uns eine schöne Woche gewesen. Sind weitere Fragen? Herr Hassler. Deutscher, vielleicht, ja, das Mentale ist, glaube ich, immer noch, natürlich, wenn man in dieser Tabellensituation wahrscheinlich ist, ist ein Knackpunkt von dieser Mannschaft. Siehst du das auch so, oder? Ja, das Mentale. Ich würde grundsätzlich sagen, es sind so Rückschläge, wo dann innerhalb von diesen 90 Minuten nicht so schnell oder so einfach zurückkommst. Wir können das über eine Woche aus immer gut verarbeiten. Aber im Spiel gibt es einfach, wie gesagt, die Situationen, 42 Minuten. Du weißt, wenn du mit einem 0-0 in Pause gehst, dann kommst du ganz anders wieder erstmal in die Kabine, als wenn du vor der Halbzeit das Goal bekommst. Und nach wie vor, wir wissen ja, woran das sind. Und wir werden auch das mit der guten Portion Demut immer wieder angehen. Ich habe ja letzte Woche kein Salto und Flickflack gemacht nach dem 5-1. Im Gegenteil, ich habe ja gesagt, es hat einfach das Momentum hat gestimmt, dass wir 5 Goals schiessen können gegen Lugano, weil es ist auch dort nicht einfach und mal mehr gewesen sind. Also es ist schon so, dass wir uns immer wieder hinterfragen, wie kommen wir wieder aus dieser Situation und jetzt ist es so. Und das wird auch nicht ändern, sondern wir werden uns da durchbeissen bis im Juni und unser Ziel absolut verfolgen und das werden wir auch dann, wie immer, versuchen zu erreichen. Ist noch eine Frage offen? Ich habe sonst noch einen Hinweis für die Zuschauer und für die lokalen Medien. Im Fanshop gibt es nicht nur so tolle Schals, sondern auch noch andere weitere lustige, witzige Weihnachtsgeschenke. Fanshop hat während der Woche von 9 bis 17 Uhr offen und er ist ebenfalls an den beiden nächsten Samstagen geöffnet. Ich hoffe, dass ihr da kräftig zuschlägt. Es hat wirklich tolle Sachen. Sonst danke ich allen, wünsche gutes Nachhausekommen, wünsche den Leuten hier im Stadion tolle Weihnachtsferien, genießt die fußballfreie Zeit und euch sehe ich ja wieder nächste Woche in Sion. Schönen Abend, tschüss zusammen. Ave Maria. Hey Mac, das hat mit Weihnachten schlichtweg gar nichts zu tun. Feliz Navidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Prospero año y felicidad! Kiko, wir haben Weihnachten, nicht Sommerferien! Hey ihr zwei, dass das ein Weihnachtslied ist, ist so sicher, wie das der FCL Fanshop den Samstag vom 10 bis am 4 Uhr offen hat. Hol dir jetzt deine Geschenke für deine Liebe im FCL Fanshop und profitiere von den tollen Angeboten.